Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Divinity Original Sin. In der letzten Folge haben wir ja hier das Örtchen entdeckt. Und haben es so ein bisschen erkundet und jetzt machen wir mal hier weiter. Und mal gucken, was hier so alles gibt. Die Picken-Taverne. Gucken wir mal, mit wem wir hier so sprechen können. Gucken wir mal, was der hier zu sagen hat, der Paul. So, Göttin zum Gruß, Wanderer. Was hat denn der? Nichts wirklich Wichtiges. Ja, erzählt mir von euch. Ihr sprecht mit einer geretteten Seele, eine, die an der schrecklichsten Krankheit gestorben ist, die sich jemals ihren Weg durch den menschlichen Körper gefressen hat, jedoch mit dem Blut der Göttin geheilt wurde. Als niedriger Minenarbeiter starb ich, als Makelloser wurde ich wiedergeboren. Oh Mann, die sind aber ganz schön verstrahlt. Was könnt ihr mir über Silbertal erzählen? Hier fließt ein Fluss durch ein Tal und die umgebenden Felsen sind voller Silber. Einige inspirierten Geister zählten zwei und zwei zusammen, gründeten ein Bergarbeiterdorf und tauften es Silbertal. Ich kannte es immer also ruhigen Ort mit viel. Das ist doch irgendwie. Ich kannte es immer als ruhigen Ort mit viel Arbeit, Alkohol und Mädels für diejenigen, die daran teilhaben wollten. Doch nun beherrschen die Goblins die Minen und wir Makellosen beherrschen Silbertal. Okay, könnt ihr mir mehr über die Goblins erzählen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Aufseher Lorenz diese Schurken anheuerte, um diese verteufelten Tenebrium wegzuschaffen. Sie bekommen vielleicht nicht die Fäulnis wie wir, doch selbst ein Blinder aus Thysial konnte die Probleme erkennen, die sich in dem Moment anbahnten, als diese fauchenden Wilden auftauchten. Sie haben uns zwar die Mine weggenommen, können sie aber von mir aus behalten, als ob die Makellosen Silber benötigten. Erzählt mir über die Makellosen. Wir sind diejenigen, die den Lehren der Göttin folgen. Durch diese Lehren werden wir mit der Zeit möglicherweise zu Erleuchteten. Die gesegneten Seelen erben die Erde, die ewig durch das Reich wandern werden, Hand in Hand mit der göttlichen Mutter. So, bin ich aber wirklich mal weg. Die haben ja ziemlich einen an der Waffel. Also wenn man hier manchmal so stokelt, dann liegt das teilweise daran, also beim Vorlesen, dass die Texte oft schlecht oder fehlerhaft übersetzt sind. So, was haben wir da? Irgendeine Tür? Ich will jetzt mal... hier raus. Ich will mal weiter auf der Map gucken, weil ich will ja nach wie vor noch erstmal diesen Quest mit der Esmeralda erledigen. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass man von der Karte hier da irgendwie gar nicht hinkommt. Wir laufen einfach mal ein bisschen rein und dann sehen wir es ja, wenn sich ein bisschen was neu auftut hier. So, dann gibt es noch eine kleine Veränderung am Kanal. Das habe ich im heutigen DayZ-Video schon ja, etwas ausführlicher erklärt. Und zwar geht es darum, dass sich die Frequenz von 3 Aufnahmen pro Tag im Moment, also temporär, nicht halten kann. Wer das konkreter hören will, der kann ja dann in das DayZ-Video gucken, weil ich das jetzt nochmal alles erklären möchte, weil das ja so ein bisschen von der Zeit abgeht. So, Duellanten der Makellosen. In ihrem heiligen Namen, halt, ihr dürft diese Straße der Makellosen nicht betreten. Wieso lasst ihr mich nicht passieren? Hat die Fäulnis eure Ohren zerstört? Ich sagte bereits, die Straße ist für Makellose. Nur diejenigen, die von Leuk gesegnet wurden, dürfen passieren. Okay, lass uns das Thema wechseln.
Es gibt keinen Grund für Gewalt, ich kehre mit seinem Segen zurück. So. Das heißt, wir müssen tatsächlich, wenn wir hier weiter wollen, erstmal mit diesem Leuk sprechen. Das heißt, hier müssen wir erstmal suchen. Was haben wir hier? Na, das ist halt, um jetzt mal ganz kurz darauf zurückzukommen und das Thema dann auch abzuschließen. Im Moment fehlt mir die Zeit, um 3 Folgen 7 Tage lang zu machen. Ich habe jetzt bin jetzt dabei, seit Februar habe ich diesen Kanal aufgebaut und bin jetzt bei 450 Videos angekommen. Und das wird im Moment nicht ganz möglich sein, weil mein Leben außerhalb YouTubes mich sehr in Anspruch nimmt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Leuk finden. Ja, da ist er. Dach Leuk. So, willkommen, o suchende Seelen, in diesem heiligen Haus der Makellosen. Wer seid ihr? Ich bin Leuk, der Erleuchtete unter den Makellosen. Stimme der heiligen Mittleren, so wie sie die Stimme der Göttin höchst selbst ist. Ihr gehört das Blut. Ich möchte euch einige Fragen mal zu deinem Beutelchen. So, was haben wir denn hier? Schnell mal reingucken. Uiuiuiui. 7600 Gold. Der nimmt aber von den Lebenden. So, so wollte ich nur mal reingucken. Ich vergesse das nämlich sonst immer und wenn es mir auffällt, mache ich es lieber gleich. Ich möchte euch einige Fragen zu den Makellosen stellen. In diesem Fall ist es mir eine Freude, sie zu beantworten. Wer sind die Makellosen? Wir sind die Auserwählten der Göttin. Die Segnung des Blutes reinigt unseren Körper und unseren Geist. Denn Kraft ihrer Gnade werden wir alle Teil der heiligen Seele. Auch ihr, Suchender, könnt ein Teil von ihr werden. Sprechen wir über meinen Beitritt zu den Makellosen. Ihr befindet euch im Tempel der Göttin und daher scheint es, als wollte sie, dass ihr dem wahren Pfad folgt. Hier, nehmt also dieses heilige Schriftstück, lest es und nehmt die Weisheit darin auf. Dann findet den zweiten Band und tut das Gleiche. Wollt ihr ein Makelloser werden, so wird die Prüfung eures Wissens der erste Schritt in Richtung Erleuchtung. So, ich will es nochmal. Okay, vielleicht später. Könnt ihr mir mehr über die Mittlerin erzählen? Die Mittlerin, ja, sie ist die erhabenste von uns allen und untersteht direkt der Göttin. Sie war es, die uns zuerst ihre göttlichen Worte gelehrt hat und dann ihren göttlichen Willen. Ein Wille, der aus Blut besteht. Euch sollte dies aber nichts angehen, o verwirrte Seele. Sie ist so viel erhabener als ihr. So, erzählt mir mehr über die Göttin. Die Göttin ist das Licht und das Leben von allem. Verdorben ist die Welt, die seit Generationen von Menschen und Biestern zurückgelassen wurde. Doch sie kann wieder makellos werden, wenn sie von dem Blut der Unwürdigen gereinigt wird. Das Königreich der Auserwählten, der Stolzen, der Erleuchteten, wird ihr gehören. Wenn alles Blut geflossen ist, so werden wir ein Paradies geschafft haben und die Göttin wird unter uns weilen. So, lass uns das Thema wechseln. Makellosen hatten wir, glaube ich, alles. So, ja, okay. Ich bin da mal weg. So, das heißt, wir lesen jetzt mal hier. Das Buch der Makellosen. Das erste Buch der Makellosen. Das Tenebrium hat die Minenarbeiter zwar krank gemacht und die Fäulnis hat sie geplagt, doch sie wurden gerettet. Die Mittlerin kam mit einem Bruchstück eines Sternensteins und verwandelte es in einen Blutstein, indem sie ein niederes Wesen opferte, ein Entenküken. Der Blutstein konnte jedes Leiden heilen, auch die schreckliche Fäulnis. Zwar glaubten einige nicht so recht, dass Opfermagie zu guten Zwecken eingesetzt werden könne, doch die Mittlerin erklärte, dass durch die Übertragung von Energie von einem niederen auf ein höheres Wesen das Gleichgewicht des Universums wiederhergestellt werde und dass dieses Gleichgewicht das Endziel der Göttin sei. Anschließend bat die Mittlerin, die geheiligten Minenarbeiter, ihr gutes Wort zu verbreiten und weiterhin Blutsteine herzustellen, um das Wohlbefinden der höheren Lebewesen zu fördern. Heute unterstützen wir Makellosen das universelle Gleichgewicht und die Opferung niederer Kreaturen zum Vorteil aller. Okay.
Weil er hört sich auch gar nicht so sehr fanatisch an, der Typ. So, jetzt sollen wir ja das zweite Teil finden. Warte mal, eben ins Log gucken. Vielleicht, ne? Okay, ne? Steht nichts vom zweiten Teil. So, ihr glaubt also, dass ihr bereit für die Prüfungen seid, Suchender? Ich werde euch den heiligen Prüfungen unterziehen, doch selbst, wenn ihr auch nur bei einer von ihnen versagt, so wird ihr der Liebe der Göttin nicht würdig. Ich bin bereit. Gesegnet sei eure gewillte Seele, lasst uns beginnen. Erste Frage. Zu Ehren der Göttin muss das Blut rot werden, was einst von den Sternen abstammt. Richtig? Puh. Richtig. Okay, jetzt muss Roderick, jawohl, das ist richtig. Zweite Frage. Das Blut des höheren Wesens sollte verwendet werden, um den geringeren zu dienen, damit das Gleichgewicht wiederherstellt. Nee, das ist falsch. Ja, das ist nicht richtig. Dritte Frage. Nur diejenigen, die am Vergießen des Blutes teilgenommen und dabei den lebenden Stein erschaffen haben, den Stein vollgesorgt mit Blut, dürfen Makellose genannt werden. Richtig? Ja, das weiß ich jetzt nicht, weil wir doch noch nicht das zweite Buch gefunden haben. Ich sag mal richtig. Sehr erfreulich, ja sogar sehr beispielhaft. Ihr habt die Worte der Göttin verstanden und ich erachte euch als würdig genug für ihre wahre Prüfung. Denn nur die wahre Prüfung macht euch zu einem Makellosen. So, Thema wechseln. Was ist diese wahre Prüfung, von der ihr gesprochen habt? Um ein Makelloser zu werden, müsst ihr sowohl den Segen als auch den Fluch der Göttin erleben. Verlasst Silbertal und nehmt den Weg Richtung Westen. Folgt ihm zu dem Ort, an dem der Wind heult und ein großer Schädel aus den Felsen hervorragt. Dort werdet ihr sie finden, die Höhle und die wahre Prüfung. Wachen der Makellosen versperren den Weg, aber sagt ihnen, dass ihr meinen Segen habt und sie werden euch passieren lassen. Gebt jedoch Acht, die Straße wimmelt nur von Grollen und euer Mut wird wirklich auf die Probe gestellt, bevor ihr überhaupt zur Prüfung der Göttin kommt. Ich lege euch nahe zu trainieren, bevor ihr euch auf diesen tückischen Pfad begebt. Good luck, Seeker! Okay. So, das heißt, wir dürften jetzt rein theoretisch hier bei diesen paar Knispeln, die hier den Weg versperrt haben, wir probieren es zumindest mal, wir müssen ja da nicht bis dahin laufen, wenn der schon sagt, dass wir trainieren sollen. Na, wir sind ja immer noch Level 5. Und vorne rum, da waren die Mobs ja schon Level 8. Also ich glaube... Na, kommen sie denn? Hallo? Na, jetzt bleiben sie wieder stehen. So, jetzt aber. Ich war erst der Annahme, dass wir von hier irgendwie... Ne, das ist jetzt das Verlies der makellosen Prüfung, aber ich wollte eigentlich in das geheime Versteck erst noch. So, da vorne stehen die. Ich will mal versuchen, die Karte noch ein bisschen aufzudecken. So, Tachchen. So, wieso lasst ihr mich nicht passieren? So, ich habe die Wissensprüfung bestanden und dafür den Segen von Leuk erhalten. Ah, ihr habt die Aufgabe bestanden, das bedeutet, ihr seid auf dem Weg zu eurer wahren Prüfung. Glückwunsch, Eingeweihter, bitte fahrt fort. Aber seid wachsam, dort im Sand lauern heimtückische Kreaturen, findet den Steinschädel, aber wagt euch nicht weiter. Es sei denn, ihr möchtet Feinden entgegentreten, die schrecklicher sind als jene aus eurem schlimmsten Albträumen. Denkt ihr, dass ich stark genug bin, den Weg zu überleben? Es ist doch keine Schande, euch gut auf die Prüfung der Göttin vorzubereiten, mein zukünftiger Freund. Achtet auf meine Worte, testet eure Stärke zuerst in einfacheren Kämpfen, bevor ihr fortschreitet. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Ich gehe trotzdem mal rein. Erstmal speichern wir. Greetings. Na, was hat die denn hier so?
nix. Bye. Greetings. Und du? Ein paar Pfeile. Tschüss. Bye. Kaninchenbau. What have you got stashed in here, Mrs. Cottontail? Nehmen wir mal mit. I suppose we'll be spared the troll toll. Wir haben jetzt schon zwei Hinweise hier bekommen, dass wir das nicht mit speichert er, dass wir das nicht schaffen werden. A tempest of dust. What happened to the lush forest? Ja, ja. Ralfi, da vorne steht Ralfi. Da hauen wir lieber gleich ab. Stufe Fragezeichen. Entschuldigung. Wir sehen erstmal zu, dass wir hier wegkommen. Oh, oh. Ja, die kommen uns hinterher. Vielleicht gehören die ja hier zu den Leuten. Hallo? Yes? Geht mir aus den Augen, menschlicher Abschaum. Von eurem Gestank wird mir ganz schlecht. Wer oder was seid ihr? Ich würde mir Kadras Katz nicht zum Feind machen, Schweinehaut. Außer wenn ihr unbedingt meinen Legionen achtbeiniger Freunden kennenlernen wollt. Wenn ihr kein Interesse daran habt, die besseren Goblinwaren von ganz Rivellen zu kaufen, dann würde ich jetzt gerne woanders hin. Wo euer Gestank meine Nase nicht beleidigen kann. So, gucken wir mal, was er überhaupt hat. Uha. Nur vom Feinsten. Okay, ich bin da mal weg. Da sind wir umsonst abgehauen. Dann probieren wir es nochmal. Gehen wir nochmal rein. Das geht mir nur darum, herauszufinden, ob wir jetzt irgendwo hinkommen, ja, um da rüber zu kommen. Na, hier ist direkt diese Höhle gleich, glaube ich. Ja. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Heißt also, wir müssten. Bin jetzt nochmal zum in die Nähe des Leuchtturms geportet. Weil ich immer noch zu dem Versteck möchte. Müsste eigentlich so, genau, mit Hilfe von Eva Marias Tagebuch. Das war ja das Ding. I mustn't have used it correctly. So, normalerweise wurde das ja hier auf der Map angezeigt. Aber das ist auch teilweise, scheint so ein bisschen so, als wenn es buggy wäre. So, wir stehen hier und da. Nordwesten. Den haben wir noch gar nicht. So, das heißt, laufen wir erstmal hier hin. Ich suche im Grunde genommen gerade den Weg
darunter. So, hier sind wir ja dran vorbeigelaufen. Hier hört dann die Karte auf. Ist halt ein anderes Gebiet. So, und hier geht's auch irgendwie nicht runter, glaube ich. Und da ist irgendwo ein Wegschrein Nordwesten, den wir nicht haben. Westen, da habe ich ja gerade hingeportet. Kommt man da runter? Weil da ist ja offensichtlich irgendwas. Irgendwie müssen wir ja da runterkommen. Gut, laufen wir mal weiter. Also in dem anderen Bereich um Silbertal herum, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen zu früh dran. Durchsuchen das hier jetzt nochmal. Ja, hier irgendwie. Da haben wir diese Kiste damals bekommen. Und da führt ein Weg. Ich klicke jetzt einfach mal hier hin. Und das ist dieses Portal, glaube ich. Ne? Wollen wir mal die Map gucken. Fragen über Fragen. Da laufen die, glaube ich, auch nicht von alleine hin, weil sie da einfach den Weg nicht kennen. Die stehen da immer noch. Gut, also wir werden die Karte hier nochmal genauer unter die Lupe nehmen müssen, denn wir wollen ja immer noch zu dem Versteck und den dann mit diesem Zauber ausfindig machen, um diesen Quester erstmal abzuschließen. Um den Mord. So, damit ist die heutige Folge dann vorbei. Wem Spaß gemacht hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.